Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute begrüße ich euch mal so rum, weil ich möchte euch hier gleich ein wunderbares Beutelchen zeigen, wo ich natürlich wieder im Video zeige, wie formstabil es ist. Es ist wirklich Wahnsinn, wie formstabil das ist. So, aber erst einmal zu den Maßen. Deswegen steht hier nämlich auch da oben, damit ich euch nicht umschubse oder irgendwas. So, wir haben 39 cm in der Länge. Und wir haben, wenn ich es gerade hinlege, von Außennaht zu Außennaht 38 cm. So, ein wunderbares Beutelchen. Passt richtig viel rein, wenn ihr mal guckt. Da könnt ihr ganz toll shoppen gehen. Und es ist wirklich, es ist absolut formstabil. Es wird nur aus Restewolle gemacht. Dieses Beutelchen habe ich nur aus Reste Baumwolle gemacht. Wie ihr seht, ganz viel verschiedene Reste Baumwolle. Es macht wirklich Spaß. Es geht super einfach, super schnell. Und wir sind wieder ein bisschen Restewolle los. Ein bisschen habe ich versucht, mich so an ein Farbschema zu halten. Ich denke mal, wenn man sich gar nicht an Farbschema hält, sondern einfach durchhäkelt, macht das Ganze bestimmt auch absolut Spaß. Gehäkelt wird das Ganze mit der 2,5er Nadel und der 4,8er Baumwolle oder wer die Gründel hat, die Cotton Fun. Also die dünnere von den beiden Baumwollsorten, nicht die dicke, die man gern für Topflappen nehmen oder so, obwohl die auch gehen würde. Ich habe aber jetzt hier die dünnere verwendet, weil davon hatte ich einfach mehr Reste. So, meine Lieben, also wir haben hier einen wunderbaren farbenfrohen Beutel, der wirklich nicht klein ist, der wirklich ganz viel Fassungsvolumen hat. Diese kleine Zierkante, die habe ich mir außen gelassen. Wem das nicht gefällt, weil ich fand die eigentlich so ganz hübsch, kann natürlich auch nochmal drehen und hat es dann versteckt. Das ist kein Thema, das geht natürlich auch. Also ihr seht, ihr könnt das einmal mit der Außenkante außen tragen oder mit der Innenkante. Das ist euch vollkommen überlassen, wie es euch am besten gefällt. Oben habe ich auch noch mal eine kleine Zierkante angebracht, einfach für die Optik. Die hat sonst keinen Grund, die ist wirklich ganz locker drauf. Die ist nur für die Optik da. So, meine Lieben, und ich würde sagen, bevor ich euch jetzt in das Video entlasse, lasst ihr mir mal ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ja, ihr Süßen, ran an die Nadel, rein ins Video und viel Spaß mit eurem wunderbaren neuen Beutelchen. Wie ihr hier unschwer erkennen könnt, habe ich mir meine Baumwollreste-Abteilung geschnappt. Wir haben hier wirklich alles an Baumwolle dabei, es ist aber alles die Vierer von der Dicke her. Oder wer die Gründel hat, die Fun, nicht die Cotton Quick, sondern die Cotton Fun. Die ist nämlich dünner als die Quick. Die, bei Gründel ist die Quick ungefähr das, was bei Hobby die 8,8er ist. Und die Gründel Fun ist das, was bei Hobby die 4,8er ist. Muss man wissen, falls man die beiden Firmen mischen möchte. Und genau das mache ich. Ich habe hier die Hobby dabei, ich habe die Gründel dabei. Also hier haben wir Gründel, hier haben wir was von Hobby. Also ich habe hier wirklich quer gemischt, aber alles die gleiche Stärke. Da müsst ihr drauf achten. Ihr könnt natürlich auch Polygarn nehmen. Ihr könnt jedes Garn nehmen, was ihr gerne wollt. Ich benutze jetzt diesen Riesenberg Restewolle. Einfach, dass wir das auch mal ja, weg haben. Und ich beginne mit, nur mit dem Stückchen Gelb. So, häkeln tue ich das Ganze mit der 2,5er Nadel. Auch wenn man die 4,8er oder die Fun auch ab der 3er Nadel häkeln kann. Ich möchte es ein bisschen dichter, ein bisschen enger, gerade weil es ja ein Beutel sein soll. Und man trägt ja damit auch nur mal ein bisschen schwerere Sachen. Wer kleine, dünne Sachen tragen möchte, näht bitte in diesen Beutel ein Stück Stoff dahinter. Weil wir häkeln natürlich, und das gibt kleine Löcher, in dem Muster gibt es kleine Löcher. Und dann würde alles durchrutschen.
Also schaut bitte, wie groß ihr eure Löcher habt. Nutzt zur Not eine Nadel kleiner. Das lässt sich alles wunderbar anpassen. Aber ich möchte ja nicht, dass sich da was rausrutscht. So, wir beginnen mit einer Anfangsschlaufe und wir häkeln jetzt 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir machen einen Umschlag, stechen jetzt in die dritte Masche ein. 1, 2, 3 und setzen da rein ein Stäbchen. Und jetzt kommen noch 2 Stäbchen Richtung Knoten. Manche von euch werden jetzt schon einen leichten Verdacht haben. Ja, ich mache das C2C in Form eines Beutels. Das geht auch wunderbar und gibt einen richtig tollen Effekt. So, wir machen 6 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5. 6. Umschlag, stechen in die dritte Masche von der Nadel aus ein, machen ein Stäbchen und jetzt Stäbchen Richtung Öhrchen, insgesamt 3 Stück. 2 und die 3. So, jetzt haben wir hier so 2 ganz süße kleine Mickey-Maus-Öhrchen. Wir drehen 1 nach oben und gehen jetzt mit unserer Nadel hier in diese kleine Luftmasche rein, diese kleine Kette, und setzen eine Kettmasche. So, jetzt kommen 3 Luftmaschen und wir machen 3 Stäbchen hier in unsere Luftmaschenkette rein. So, 6 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, Umschlag, wir stechen wieder in die dritte Masche von der Nadel aus ein oder auch 3 Maschen von unserer Streppenstufe aus, das könnt ihr jetzt abzählen, wie ihr wollt, und jetzt mit Stäbchen Richtung Treppenstufe insgesamt 3 Stück. Jetzt drehen wir diese 2 Treppenstufen nach oben und machen unsere neue mit einer Kettmasche hier vorne in die Lücke fest. 3 Luftmaschen für die Höhe. 3 Stäbchen hier vorne mit in diese Lücke rein. Und das meinte ich auch mit, wenn ihr was Kleineres habt, müsst ihr einen Stoff einnähen. Diesen Lücken, die wir hier für die Muster brauchen, sind natürlich immer wunderbar da, um Kleinigkeiten rausrutschen zu lassen. Zwar wirklich nur Kleinigkeiten, also eine Nadel zum Beispiel oder so, aber es könnte rausrutschen. So, und schon haben wir 3 Treppenstufen. 1, 2, 3. Nun, jetzt geht das wieder so weiter. Jetzt kommen wieder 6 Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Umschlag in die dritte ein Stäbchen. Und jetzt Richtung Treppe Stäbchen, also insgesamt wieder 3 Stück. Wir drehen die 3 nach oben, machen sie mit einer Kettmasche in die große Lücke fest. 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Einmal festgemacht, 3 Luftmaschen,
drei Stäbchen. Einmal festgemacht. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Und dann haben wir schon vier Treppenstufen. 1, 2, 3, 4. Na, und so geht das jetzt weiter, bis wir diese Seite auf die Wunschlänge unseres Beutels haben. Ich werde, denke ich mal, so 40 cm machen. Also da geht einiges an Wolle drauf. Ich bin jetzt bei 6 cm. Nur 40 ist dann das ganze Stück. Und so lange geht es jetzt weiter. Hier beginne ich jetzt wieder mit 6 Luftmaschen und dann bauen wir unsere nächsten Treppenreihe. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir hier unsere 40 cm haben. Das ist eine schöne Beutelgröße. 35 geht auch, falls ihr das lieber wollt, aber 40 ist eine wunderbare Beutelgröße. Ich bin jetzt auf dieser, genauso wie auf dieser Seite, auf 40 cm. Da. Also ihr seht es nicht, Moment. Ist wieder alles so eng hier. So, jetzt seht ihr das. Sehr schön. Und genauso ist das auch auf dieser Seite. Wir drehen das, da könnt ihr gucken. Ja, seht ihr wieder nichts, Moment. Seht ihr das jetzt? Nein, jetzt aber, gell? Jetzt seht ihr es. Genau. So, und jetzt möchte ich mit euch in die Höhe häkeln. Wir haben ja jetzt 2x40 cm erreicht. Und jetzt müssen wir die Seite bei 40 belassen und die andere Seite, ja, das war 1 zu 4, sprich die Seite, auf 80. So, dafür häkle ich jetzt hier schnell meine Reihe einmal ran an den Rand. Zu weiß müsste reichen. Wie ihr seht, ich habe hier wirklich schon schöne bunte Farben. Hier war ein relativ großes Grau. Aber ich häkel jetzt wirklich die kleinen Knäuel alle auf, so dass ich dann nur noch die Farbe wechsle, wenn sie wirklich alle sind. Die ganz bunten, die habe ich mir rausgenommen, weil das wirklich, guckt mal, wie viel das noch ist. Und das wäre, ich denke mal, ein guter Viertelbeutel und das wäre dann zu viel. Zu viel von einer Farbe. Aus dem machen wir dann was anderes Schönes. So, jetzt bin ich an der letzten Treppenstufe. Jetzt habe ich hier meine Treppenstufe, die ich jetzt hier mit der Kettmasche festmache. So, und normalerweise würde ich ja jetzt mit 3 Luftmaschen in die Höhe gehen und dann hier 3 Stäbchen reinmachen. Das machen wir diesmal aber nicht. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen das Ganze und häkeln uns jetzt mit Kettmaschen hier entlang. Das heißt, wir stechen jetzt hier einfach ein und setzen Kettmaschen und häkeln uns nach vorne. Moment, ich habe ein Stück Faden verloren. Das wollen wir nicht. Es ist zwar nur ein Beutel, aber es soll ein hübscher Beutel werden. So. So. Und auch in die große Lücke rein mache ich auch noch eine Kettmasche. Klar, es wäre jetzt schöner, wenn es nicht ausgerechnet weiß wäre. Moment, ich mache es mal so auf das Grau drauf. Da kann man besser gucken.
So, jetzt habe ich es aufs Kraut drauf, euch noch mal ein Stückchen näher rangeholt. Jetzt machen wir das Ganze noch mal. Wir können da besser gucken. Also, hier bin ich jetzt mit meiner Treppenstufe rangekommen und die mache ich jetzt in die letzte am Rand mit einer Kettmasche fest. Ich glaube, jetzt hat er zu nah. Moment. So, besser. Jetzt kämen drei Luftmaschen in die Höhe und dann hier vorne in die Lücke drei Stäbchen. Das machen wir diesmal nicht. Wir machen eine Luftmasche, wenden. Ich wende jetzt einfach auf dem Grau nur das kleine Eckchen, dass ihr besser gucken könnt. Und jetzt gehen wir mit Kettmaschen hier an diesem Rand nach vorne. Und auch hier vorne in diese große Lücke kommt eine Kettmasche. Jetzt kommen drei Luftmaschen. Und drei Stäbchen hier vorne in die große Lücke rein. Und wie ihr seht, jetzt wächst der Beutel hier auf der Seite nicht weiter in die Länge, sondern er fängt jetzt auch an, hier in die Höhe zu wachsen. So, und jetzt mit einer Kettmasche in der nächsten großen Lücke festgemacht. Drei Luftmaschen. Und jetzt weiter, wie gehabt weiter, unsere Kettmasche in die nächste Stufe, um die Stufe festzumachen. Und so häkeln wir uns jetzt auf die andere Seite. Und wie ihr seht, das so hinlege, wächst er jetzt nicht mehr hier lang weiter, sondern er wächst jetzt hier in die Höhe und nicht mehr in die Länge. Ist natürlich gerade richtig blöd, dass das jetzt gerade auf weiß endet. Die Breite, da habe ich natürlich jetzt beim Farbenauswahl auch nicht, ja, überhaupt nicht drauf geachtet. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin. So, und so häkeln wir uns jetzt hier einmal entlang. Ach, was ist denn das hier gerade? Jetzt aber. So, ich häkel mich jetzt mal hier drüben auf die Seite und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ich habe mich jetzt auf die andere Seite gehäkelt, das heißt, hier ist jetzt, ja sorry, es ist ja alles ein bisschen voll von der Restewolle. Moment, ich räume das mal hier alles ein bisschen zur Seite. So. So, hier haben wir uns jetzt hochgehäkelt. Hier ist unsere kleine kurze Seite, die nicht mehr wächst. Und ich bin jetzt auf der anderen Seite, die noch wachsen darf und auch soll. Auf dieser Seite müssen wir ja auf 80 cm Höhe kommen und die andere darf nicht weiter wachsen, also nicht weiter in die Breite. Die wächst aber jetzt automatisch auch ein bisschen in die Höhe mit. Ich habe mir gedacht, diese große Zwischenstrecke, da muss ich euch nicht mitnehmen. Das ist dann auch für euch zu langweilig. So, machen wir fest. Drei Luftmaschen. Hier machen wir es jetzt so, wie wir es kennen. Unsere drei Stäbchen oben in die große Lücke rein. Jetzt unsere sechs Luftmaschen und unsere Stäbchen. So, und jetzt geht es wieder zurück. Jetzt geht es die ganze Reihe, da bin ich gerade, die ganze Reihe zurück, bis wir wieder hier ankommen. Dann machen wir wieder hier in diese Lücke unsere drei Stäbchen rein, machen das Ganze hier mit einer Kettmasche fest, gehen mit drei Kettmaschen nach oben und häkeln uns dann wieder zurück.
überlege gerade, ob ich das nochmal mit euch durchgehe. Aber ich denke mal, das machen wir nochmal. Ich häkel mich jetzt wieder schnell mit unseren Treppenstufen auf die andere Seite. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal mit den Kettmaschen. So, ich habe es nochmal geschafft, das Weiß loszuwerden. Bis wir jetzt auf der Seite sind, hat man ja gehofft. Und jetzt gucken wir nochmal zusammen, wie sich diese Reihe beendet. So, ich mache jetzt meine letzte Treppenstufe. So, jetzt hole ich euch ein Stückchen näher. Moment. So. Wir machen jetzt unsere letzte Treppenstufe mit einer Kettmasche hier oben in die große Lücke fest. Eine Luftmasche zum Wenden. Wir wenden das Ganze. Und jetzt häkeln wir uns mit Kettmaschen hier vorne entlang. Ich mache dann meistens insgesamt drei Stück. Eine noch hier vorne in die große Lücke rein. Jetzt drei Luftmaschen und jetzt wieder unsere Stäbchen in die große Lücke, wie wir es die ganze Zeit schon machen. Und so bauen wir uns hier stückchenweise nach oben und nicht mehr in die Breite. Und auf der anderen Seite machen wir es, wie wir es kennen, mit unseren sechs Luftmaschen. So, und so lange häkeln wir uns, bis wir entweder auf dieser Seite 40 cm in der Höhe haben oder auf dieser Seite 80 cm in der Höhe. Also, wir haben jetzt einmal hier die kurze Seite, diese. Die wächst jetzt so peu à peu und wir haben hier die lange Seite. Die wächst jetzt peu à peu. Ihr seht, ich habe meinen Schreibtisch euch jetzt mal ein bisschen näher gezeigt, einfach damit ich euch das, die lange Seite besser zeigen kann. So, hier haben wir die kurze Seite. Hier haben wir jetzt unsere 40 cm, dann haben wir hier kurzes Stück. Und hier haben wir unser langes Stück. Und das lange Stück muss auf 80 cm. Wenn wir das dann fertig haben, haben wir ein Gebilde, das sieht dann so aus. So sieht das dann aus, wenn wir es haben. Da haben wir hier unsere 40 cm Breite. Das ist das hier. Das Stück, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben. Da. Das Stück wächst jetzt auf 80 cm. Das ist die lange Seite, die wir hier drüben machen. Die jetzt mit sechs Luftmaschen weiter in die Höhe wächst, das ist diese. Und diese Seite wächst ganz automatisch auf 40 cm. Also diese komplette Seite hier sind 80. Diese sind 40 und diese Seite hier, diese, wächst jetzt ganz automatisch auf 40. So wie diese Seite auf 80 cm wächst, wächst diese Seite mit. Wir gehen ja hier jetzt jedes Mal nach oben und bauen ja hier im Prinzip schon einen Absatz. Und wenn dieser Absatz 40 cm ist, haben wir auf der anderen Seite 80 cm. So, das sieht dann so aus. Und wenn wir so weit sind, dann sehen wir uns gleich wieder, weil wir müssen dann aus dem noch das machen. Aber das Stück, das machen wir dann noch zusammen. Wir machen jetzt erst einmal nur das. Das heißt, die 40 hier unten, die haben wir. Jetzt machen wir die 80 hier drüben, indem wir hier einfach gerade nach oben gehen und auf der Seite weiter unsere 6 Luftmaschen machen und weiter unsere Stufen bauen.
Ich habe jetzt meine Tasche auf 80 cm Höhe auf der langen Seite und 40 cm Höhe auf der kurzen Seite. Das heißt, ja, das kennen wir ja noch, die Seite ist jetzt auf 80, die Seite ist auf 40. Ich bin jetzt gerade mit meiner Nadel hier oben in der Ecke, weil wir wollen das jetzt so machen. Dieser Schritt, dieses Dreieck, dieses kleine Mini-Dreieck, das wollen wir jetzt machen. Das heißt, das Schlimmste haben wir jetzt gerade schon hinter uns. So, eine Treppenstufe muss ich noch machen. Und wie ihr seht, ich bin nicht ganz oben. Also ich schließe wieder hier mit der ab. Ich setze hier oben dann keine dran. So, meine drei Stäbchen. Und jetzt machen wir das mit einer Kettmasche fest. Wie ihr seht, ich bin hier wirklich auf der langen Seite. Ich zeige euch das mal. Es hört gar nicht mehr auf. So, lange Seite. Okay, auf der langen Seite. So, eine Wendeluftmasche. Wir drehen das Ganze. Und jetzt gehen wir genauso wie auf dieser Seite, hier drüben auf der kurzen, mit Kettmaschen nach vorn. Das haben wir ja auf der kurzen Seite jetzt schon reichlich geübt. Drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Wir machen jetzt keine 6 Luftmaschen mehr. Die gibt es jetzt nicht mehr. Für das gesamte Häkelstück nicht. Wie ihr seht, ich gehe jetzt wieder ganz normal nach unten. Wenn ihr es ein bisschen schleifen hört, das ist meine Restewolle auf der Klopapierrolle. Ich wickel mir die da drauf, damit die dann über den Wollabwickler besser läuft und wir diese Resteknäule nicht so vom Tisch hoppen. Ihr seht, drei Luftmaschen und drei Stäbchen, so wie wir es kennen. Aber halt keine 6 Luftmaschen mehr. Das gibt es nicht mehr. So, ich häkle mich mal kurz auf die andere Seite. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Mal gucken, ob immer noch in dem Grau oder vielleicht in einer anderen Farbe. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass euch dieses ganze Stück hier noch interessiert. Weil guckt mal, wie viel das noch ist. So, ich mache das mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, jetzt bin ich schon gleich auf der anderen Seite. Wie ihr seht, hier ist wieder weiß. Ich mache da noch meine eine Stufe. Und mit einer Kettmasche fest. Wendeluftmasche, na, habe ich nicht ganz getroffen. Mit ein Fädchen, Moment. So. Jetzt aber. Wendeluftmasche. Und jetzt mit Kettmaschen nach vorne. Und wieder drei Luftmaschen und drei Stäbchen. Ja, und so schließen wir jetzt Reihe für Reihe unsere Ecke. Wenn ihr mitzählt, werdet ihr merken, dass wir jetzt von Reihe zu Reihe weniger Treppenstufen haben. Weil wir gehen ja hier jetzt auf der Seite gerade weiter nach oben. Und auf der Seite, Moment, gehen wir jetzt auch gerade nach oben. Das heißt, wir treffen uns jetzt im Prinzip, machen wir jetzt dieses Stück. Hier kommen wir von der kurzen Seite und hier gehen wir jetzt von der langen Seite rüber. Wir machen jetzt dieses Stück. Da, das hier. Hier gehen wir jetzt immer, haben wir jetzt gerade zwei Treppenstufen. Das hier ist das jetzt so.
das hier ist das hier. Und hier machen wir ja die ganze Zeit schon das Treppenstufen hoch. Also wir gehen jetzt immer, wenn wir jetzt von hier aus kommen, enden wir hier, machen hier unsere letzte Treppenstufe, hier mit der Kettmasche fest. Wende Luftmaschen, drei Kettmaschen nach vorne und dann die nächste Treppenstufe, sodass wir jetzt hier auch so eine wunderbare Gerade erhalten. Und mit der Zeit haben wir dann fast keine Treppenstufen mehr. Und haben ein richtig schönes Rechteck. Ja, und so machen wir das jetzt weiter. Das Schöne ist, den meisten Wollverbrauch, den haben wir jetzt weg. Weil jetzt machen wir ja wirklich nur noch zu und das braucht nicht mehr viel. Und den längsten Zeitaufwand haben wir jetzt auch schon hinter uns gebracht. So, ich mache mir unser Rechteck zu und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hier ein wunderbares Rechteck habe. Allerdings habe ich dann auch schon diese ganzen nervigen Fäden vernäht. So, meine Lieben, ich habe mich jetzt eisern durchgekämpft. Das ist unser letztes Treppenstück. Dann haben wir das Ganze geschlossen. Und die letzte Treppenstufe, die wollte ich einfach mit euch zusammen machen. So, beendet. So, jetzt häkeln wir uns noch einmal hier vor. Wenn ihr es jetzt gleich mit dem Faden befestigen wollt, könnt ihr den dran lassen. Ich mache es jetzt erstmal ab. So, wir haben jetzt hier unser 80 x 40 cm langen Schal. Unser Schal 80 x 40. Diesen nehmen wir jetzt in der Mitte und falten den. Jetzt ist er noch 40 mal 40. So. Das wäre jetzt auch schon ein super Sofakissen. Aber wir wollen ja kein Sofakissen, wir wollen ja ein Beutelchen. Deswegen nehmen wir jetzt unsere Häkelnadel. Stechen oben durch beide Ecken ein, schnappen uns unsere Wolle, in meinem Fall jetzt einfach mal das dunkle Grau, nehmen das auf die Nadel und gehen damit durch beides durch. Eine Kettmasche und schon ist der Faden fixiert. So, und jetzt häkeln wir uns mit Kettmaschen hier an dieser Naht entlang. Das heißt, ich steche jetzt durch Weiß und durch Gelb durch, hole den Faden durch und gehe durch den Faden auf meiner Nadel. Ihr könnt auch feste Maschen machen, wenn euch das lieber ist. Geht da durch und macht eine feste Masche. Achtet dabei darauf, den Stoff nicht zusammenzuziehen, sondern wirklich schön gerade liegen zu lassen. Und das ist dann unsere Kante. Dass man die jetzt so sieht, das ist überhaupt nicht dramatisch. Ich meine, wir haben die Farbe ja einmal drin und wer möchte, kann dann außen auch noch eine Zierkante machen. Oder ihr nehmt das hier gleich als Außenseite. Ich meine, das sieht auch nicht schlecht aus. Das werde ich, denke ich mal, in meinem Fall sogar machen.
Ich mache jetzt hier einfach schön mit festen Maschen weiter und werde das dann als Außenkante verwenden. Weil optisch hat das was. So, meine Lieben, der Beutel ist auf Höhe. Ich habe hier oben dann auch den Rand noch einmal in Grau umhäkelt, einfach für die Optik. So, die Trägerchen habe ich ganz genauso gemacht wie den Beutel mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kästchen in die Länge oder in die Breite und mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 in die Höhe. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren es 25. Das ist natürlich das Ganze zweimal, ist klar. Ja, wie ihr seht, der eine graue Abteil ist länger als der andere graue Abteil. Also die Seite ist länger als die Seite. Aber das macht dem Ganzen so ein bisschen was Sportliches. So, ich häkle jetzt die Träger an der Seite runter. Das heißt, wir häkeln uns jetzt hier einmal entlang. Dafür stechen wir durch beide Seiten durch, holen uns den Faden und gehen jetzt einfach mit festen Maschen einmal am Träger entlang. Achtet bitte dabei darauf, dass ihr den Träger nicht zusammenzieht. So, meine Lieben, ich habe euch jetzt mal über mich gestellt, einfach damit ich euch jetzt hier nicht in die Versuchung komme, euch umzuschubsen. Und zwar, wie ihr seht, ich habe schon den ersten Träger dran, da. Und jetzt wollen wir zusammen den zweiten dran nähen. Und ja, ich nähe die dran. So, ich zähle jetzt von links und rechts jeweils 10 von diesen Karos ab. Vorher bereite ich mir schnell meine Nadel vor. Ich zeige euch aber jetzt nur schnell eine Seite, weil das ist mit den anderen Seiten ganz genauso. Also hier drüben habe ich es auch schon so gemacht. Der ist schon dran, der ist schon fest. Und jetzt machen wir die Seite hier schnell zusammen. So, Nadel vorbereitet. Setzt gründliche Stiche, seid da wirklich ganz genau und ganz gründlich. So, jetzt sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und auf die 10 nähe ich jetzt mein Trägerchen in die Richtung weg. Also nicht in die Richtung anlegen, sondern in die, so dass die Außenkante vom Träger dann Richtung Tasche zeigt. Also Richtung Außenkante, Tasche. Und dann nähe ich hier schön fest. Ich setze hier jetzt auch ganz, ganz viele Stiche, also nicht nur eine Reihe. Ich gehe hier auch kreuz und quer und hin und her, einfach dafür, dass das dann ordentlich hält. Weil auf den Trägern ist natürlich das gesamte Gewicht drauf. Grau habe ich jetzt genommen, damit ihr es einfach dann hinterher besser seht jetzt. Gelb wäre natürlich jetzt praktischer, damit man die Stiche nicht sieht, aber so könnt ihr halt besser gucken. So. Da wird sich dann mein Fotograf wieder freuen, weil der wird dann wieder versuchen, das ganze Grau
wegzumachen, damit das dann auf dem Bild schön aussieht. So, jetzt haben wir es gut verstochen und jetzt verstechen wir noch unseren Faden hier hinten. Ja, und das gleiche machen wir dann noch von der anderen Seite. Das heißt, wir ziehen dann von der Seite 10 Stück ab und nähen dann unser Trägerchen noch auf der anderen Seite an. Und zwar lege ich jetzt so, dass mir die Wölbung von dem Träger hier oben, der fällt nämlich jetzt hier oben in so eine kleine Wölbung rein, dass mir die gefällt, wenn ich die Tasche dann anfasse, dass das alles ordentlich liegt und dann nicht in der Hand drückt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da habe ich es auch schon fast richtig angelegt. So. Und jetzt wird es so angenäht. Und was die Tiefe angeht, da lege ich so ungefähr 3 rein. Das heißt, dass ich dann so ungefähr 3 von diesen Karos zum Festnähen habe. Hier bei dem ersten Stich habe ich nur 1 gemacht. Das werde ich aber nochmal öffnen und auf 3 legen, weil das ist mir wirklich dann zu schmal. Die Auflegefläche. So, meine Lieben, ich habe jetzt meine Trägerchen angenäht und natürlich auch den Faden verstochen und fertig sind wir mit diesem wirklich wunderschönen Beutelchen. Entschuldigt, hier kommt der Faden vom Kniestrumpf mit rein. So. So, da seht ihr das wunderschöne Beutelchen mal in seiner ganzen Pracht und Schönheit. Es ist auch sehr stabil hier. Ich ziehe mal dran, also mehr dehnt es wirklich nicht. Wie ihr seht, es ist nicht viel. Und auch in der Breite. Ich gebe jetzt gerade hier wieder alles, aber mehr ist nicht drin. Wie ihr seht, wirklich ein sehr formstabiles Beutelchen. Ja, meine Süßen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und diese kleine niedliche Anleitung. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat, ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. So, wir haben die nächste Reste-Ecke geschafft oder sind zumindest dran. Mal gucken, was uns noch so für das Thema Restewolle einfällt. Ich bin mal gespannt. So, ich mache jetzt erst einmal ein freundliches Winge-Winge in die Runde. Hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem süßen kleinen Beutelchen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.